So, hallo, willkommen zu einer neuen Episode meines Filmduells. Und ich habe euch heute zwei Filme wieder rausgesucht, die eben in einem Duell immer ein bisschen gleiche Voraussetzungen haben sollten. Da habe ich euch zum einen, vielleicht kennt ihr nicht jeder, Premium Rush mitgebracht. Und zum anderen Tracers. So, was ist jetzt der Anlass für mich, dass ich diese Filme ins Duell stelle? Also, wir haben hier den Joseph Gordon-Levitt. Der macht eine gute Figur in diesem Film. Ich zeige euch auch mal die Backside auf der Hülle. Und hier ist der Taylor Lautner. Also er hat, glaube ich, auch schon lange nicht mehr einen Film gedreht. Ist ja, die sind auch schon ein paar Jahre alt, also nicht jetzt zu viel. Ich hätte jetzt gesagt, hier 2012 und 2015. Also ich meine, ist schön, wenn es mal hinten drauf steht. Der Taylor Lautner hat gemacht noch Atemlos. Da zeige ich euch auch mal hinten die Backside. Und also storytechnisch geht es um in diesem Premium Rush um einen Fahrradkurier in New York. Und in diesem Film geht es um einen Fahrradkurier in New York. Also das ist ja schon mal ein guter Aufhänger, oder? Für ein Filmduell. Wir haben zwei Filme mit jeweils Fahrradkurieren in New York. Also wenn man jetzt nicht das besser wüsste, könnte man meinen, den Leuten fällt nichts Besseres mehr ein. Aber die Filme sind natürlich grundsätzlich auch schon unterschiedlich. Also in Premium Rush Fahr wie der Teufel, der hat mir besonders gefallen, auch die Story. Da spielt er auch ein korrupter Cop mit und da geht es um einen Brief, den der Fahrradkurier von A nach B bringen soll. Das ist ja das Thema, eben Fahrradkurier in New York. Also es ist mit Kurieren halt schneller als mit dem Auto. Die fahren ja wie die Blöden da in New York durch die Gegend und die Aufnahmen sind echt super gemacht. Auch die Special Effects möchte ich jetzt mal sagen. Also CGI ist ja nicht unbedingt, aber wenn er da seine Routen auswählt und dann bleibt kurz das Bild stehen und dann denkt er drüber nach, fährt er jetzt nach links, fährt er nach rechts oder fährt er durch die Mitte durch, weil eben gerade eine Verkehrssituation ist, wo verschiedene Fahrzeuge aufeinandertreffen und auf einer Seite könnte es krachen und dann huscht er da so durch. Also ich finde das halt mal toll, das ist mal eine andere Story und die Aufnahmen sind anders. Der Film geht jetzt nicht besonders lang. Ja, knapp 1,5 Stunden hätte ich jetzt gesagt. Steht zwar schon drauf, aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Und er hat wenig Leerlauf. Und also wer ihn noch nicht gesehen hat, der ist richtig gut, muss ich sagen. Also das ist meine persönliche Meinung. Und der macht Spaß und der hält bei der Stange, hat keine großen langen Momente und die Aufnahmen sind super, die Story ist gut, finde ich. Ist mal was anderes. Das ist also Premium Rush. Und dann haben wir hier ja auch den Fahrradkurier in Tracers, den Taylor Lautner hier und der Joseph Gordon-Levitt. Da müsste ich noch mal nachgucken, was der überhaupt noch gemacht hat. Der Name sagt mir was, aber ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was er noch so gedreht hat. Also hier ist es aber so, dass in Tracers er ein Fahrradkurier ist und das ist aber nicht das Thema. Also in dem Film ist es das Thema und da ist es eigentlich mehr Parkour in New York. Also Parkour laufen, weil während der Fahrradkurier ist, hat er einen Fahrradunfall mit einem Mädchen, das aber dann kurz darauf nach dem Unfall verschwindet. Und dann findet er sie wieder und dann kommt er in diese Parkourläufer Clique rein und das sind natürlich auch tolle Aufnahmen, muss ich sagen. Eben jetzt nicht nur Fahrradkurier wie hier, sondern hier geht es eben um Parkourlaufen. Ist ja auch eine Kunst für sich, also ich könnte es nicht und ist ja auch mordsmäßig gefährlich und sieht spektakulär aus und ich denke mal, dass nicht jeder Sturz glimpflich ausgeht. Also Parkour ist hier das Thema, man sieht es auch hinten drauf auf den Bildern. Und dann wird das Ganze noch in eine kleine Kriminalgeschichte verwoben.
Ja, jetzt ist die Frage, wer ist der Sieger in diesem Filmduell? Schauspielerische Leistung, hätte ich jetzt gesagt, ist in beiden Filmen gut. Wobei mir persönlich jetzt Premium Rush besser gefällt. Das ist meine ganz subjektive Meinung. Geschmäcker sind verschieden. Und ich habe ja mit den Bewertungen, habe ich mir gedacht, 10 Punkte ist Quatsch. Wir machen es wie bei Amazon. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erwähnt. Ich gebe mir mal 5 Punkte für den, der gewinnt. Und dann würde ich jetzt sagen, Premium Rush kriegt von mir die 5 Punkte. Und der Tracers, ja, den, ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Ich glaube, der hat ein paar Längen dabei. Das ist jetzt in dem Film nicht so. Also in Tracers ist ein bisschen Leerlauf drin. Ich hätte es gesagt, 3,5 bis 4. Also ich würde jetzt mal sagen, machen wir nicht so schlecht. Wir haben hier Premium Rush und mit 5 Punkten und Tracers bekommen von mir 4 Punkte. Schaut sie euch beide an, wenn ihr sie nicht kennt. Das sind etwas unbekanntere Filme. Also Premium Rush ist sowieso, also der macht auf jeden Fall Spaß. Tracers ist auch gut, Aufnahmen sind toll, hat ein paar Längen, aber lohnt sich anzuschauen in dem Sinne. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Filmduell.